Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich willkommen in der Medizinakademie des Deutschen Roten Kreuzes Karlsruhe. Wir haben heute als Gesprächspartner keinen geringeren als den Leiter, den Präsidenten dieser Akademie, Herrn Prof. Dr. Bernd Dieter Gonska. Er ist oder war, kann man vielleicht sagen, er ist jetzt in Ruhestand, aber das trifft die Sache nicht. Facharzt für Innere Medizin, Intensivmedizin, internistische Intensivmedizin und Kardiologie. Herr Professor Gonska, Thema Corona in aller Munde, aber was macht das Corona mit dem Herzen eigentlich? Interessant ist, was ist das Coronavirus per se? Wozu ist es eigentlich fähig? Und dieses Virus ist eines der hochvirulentesten und gefährlichsten Viren, die wir in den letzten 100 Jahren gehabt haben. Es ist so schnell und es ist so infektiös und es infiziert als erstes die Lunge. Das ist das Hauptorgan, was eigentlich getroffen wird. Das Herz ist eigentlich nur sekundär betroffen und viele andere Organe auch. Deshalb heißt es auch SARS-CoV-2 im Englischen als abgekürztes Akronym SARS, Severe Acute Respiratory Syndrome. Also es ist eine primäre Lungengeschichte. Das, was dieses Virus aber dann macht, und können wir mal das Bild einblenden. Dieses Virus sieht aus wie so eine Wasserbombe, wie man sie früher, Wasserminen, wie man sie mal im Krieg verwandt hat. Und man sieht diese roten Auszackungen da oben, das sind alles Eiweiße, die dazu führen, auf bestimmte Rezeptoren an den Zellen jedes Organs des Körpers sich anzuheften. Primär tut es das an der Lunge. Und es tut es auch dann an anderen Organen, insbesondere an den Gefäßen. Und das führt dann dazu im zweiten Schritt, nach dem Schritt der Lungeninfektion, dass diese Organe nach Tagen betroffen werden. Und das sind alle Organe, die viele Gefäße haben. Und das ist das Herz, die Niere und das Gehirn. Und welche Schäden entstehen dabei? Erstmal steht im Vordergrund alles das, was die Sepsis selbst macht, die Infektion selbst. Und mit einer Verzögerung von, sagen wir, 72 Stunden bis zu einer Woche, beginnt dann etwas, was dieses Virus einzigartig macht. Es kommt zu einem sogenannten Zytokinsturm. Und zwar, weil diese kleinen Auswüchse Rezeptoren des Angiotensins, eines körpereigenen Hormones, besetzen, sodass das Angiotensin, was wir selbst aus Stress, ist ein Stresshormon, bilden, nicht mehr genug abgebunden wird und mit seiner vollen Wucht auf die Organe wirkt. Und das führt an diesen Organen, insbesondere an den gefäßreichen Organen dazu, dass sich Gerinnsel bilden und Thrombosen bilden. Und so bekommen wir dann Schlaganfälle, Herzinfarkte, Nierenversagen. Und wer ist besonders betroffen? Welche Gruppe? Also wer besonders aufpassen muss, sind alle diejenigen, die schon einen Organschaden haben im Vorfeld. Das heißt, alle beim Herzen, alle, die eine Herzerkrankung hat. Und bei diesen Herzmuskeln zum Beispiel, die schon geschwächt sind, da können wir das Virus auch nachweisen, wenn wir eine Herzmuskelprobe entnehmen, um sie besser behandeln zu können. Das ist zum Beispiel ein Bild, das hat mir Frau Professor Klingel aus Tübingen dort zur Verfügung gestellt. Da sehen wir in der Zelle, da ist es grün umrandet, da ist das Coronavirus. Sie können es sehen, dass wir hier eben gezeigt haben. Und es macht in der Muskelzelle etwas Besonderes am Herzen. Es macht keine Herzmuskelentzündung. Die ist sehr, sehr, sehr selten. Es zerstört die Zelle per se. Und das heißt, schon eine gestörte Zelle wird richtig zerstört. Also es ist natürlich interessant für den Zuschauer, zu erfahren, ob es wirksame Arzneimittel dagegen gibt und ob es auch Geimpfte betreffen kann. Also Geimpfte betrifft Corona auch. Sie können sich wieder infizieren, was wir jetzt alle hatten. Es ist mir auch passiert, geimpft, geboostert und genesen, ja, alles durch. Aber es ist so, dass die Impfung per se immer zu einem deutlich schwächeren Verlauf führt. Und deshalb sagte ich ja schon, die Sterblichkeitsrate ist heute wesentlich geringer unter Corona als früher, wahrscheinlich aufgrund der Impfstoffe. Und das einzig Wirksame, was wir haben gegen das Coronavirus, ist die Impfung. Es gibt eine Vielzahl von Medikamenten, die erprobt werden und die man untersucht, gerade in wissenschaftlichen Studien. Also zum Beispiel das
dieses Virus will ja in die Zelle hinein. Warum will es das? Um sich zu reproduzieren. Es will sich vermehren und wird dann wieder ausgestoßen. Und da findet man natürlich verschiedene Medikamente, die das versuchen zu blockieren. Herr Professor Gonska, man hört ja jetzt allenthalben, dass wir im Herbst auf eine weitere Welle zurollen. Deswegen bedanke ich mich für dieses Gespräch und insbesondere für diese sehr, sehr informativen Informationen, die Sie uns jetzt gegeben haben.